Herzlich willkommen zurück zu Ape Escape 2. Weiter geht's hier mit der Affensuche in den vorherigen Levels. Dann fangen wir heute an mit Lookout Valley. Nur 3 Affen fehlen. Ja, aber Lookout Valley ist jetzt schon ziemlich tricky. Ich finde dieses Level ziemlich schwer. Ohne Witz, das ist nicht so einfach. Auch ein bisschen unübersichtlich, wie ich finde. Hier haben wir auch noch kein Stage-Foto bekommen. Deswegen weiß ich nicht, wo die Affen sind. Die Geheimen. Müssen wir mal gucken. Einfach Augen offen halten. Diese Musik, ey. Hier ist nichts, ne? Aha. Bloß wo? Da hinten irgendwo, okay. Ja, hier brauchen wir natürlich die Propeller. Haben wir ja damals die auch bekommen, von daher. Nutzen wir ihn mal. Irgendwas im Wasser oder so? Ne, es muss ja da oben sein, ne? Von oben. Ja, da oben. Mal sehen, was da ist. Ist das wirklich was Auffälliges oder kommt man da nicht drauf? Ist weiter weg. By the way, das sind eigentlich die fehlenden Affen. Da oben, glaube ich, in der Richtung. Schauen wir mal gleich. Erstmal interessiert mich jetzt das Versteck. Ach so, das ist der Stein. Ja, das ist offensichtlich. Das ist offensichtlich. Was hast du, einer Indiana Jones oder was? Living Stone. Okay. Der lebende Stein. Das ist Wukong, Mann. Der Affe, der im Stein geboren wurde. Sun Wukong. Okay. Hier müssen wir hin. Ah, da waren wir, glaube ich, damals gar nicht. Oder waren nur kurz hier. Dann wurden wir wieder rausgeschmissen. Oh, ist alles bricht zusammen. Alter, überall diese Skelettschweine. Die einen versuchen zu snipen, ey. Ihr seid richtig asozial. Ich mag lustigerweise lieber die Bergwelt in Ape Escape 3, weil die ist richtig kreativ. Die hier ist auch cool. Die in Ape Escape 3 ist noch viel besser. Ah, hier waren wir nicht. Nee, hier waren wir nicht. So ein Dschungelbereich irgendwie. 2 Affen fehlen, ne? Ja, das sind die. Das sind die. Ja. Okay. Lass mal runterholen mit Zwille. Da haben wir's. Ihr seid die Letzten. Ihr seid auf jeden Fall die Letzte. Komm her. Yes. Gotcha. Der Louis. Und wen nochmal hier? Das ist ein Indiana Jones Verschnitt. Das war die Lilly. Schön. Ich hätte nicht gedacht, es soll gerade bei dem Level so schnell damit fertig werden. Okay. Den schwierigen Bereich hatten wir halt schon, ne? Läuft. Und wie es läuft, die Nase läuft. That really shows that you're a boy. I'd never be able to handle a place like that. Was zum Geier, Mann. Oh, hier freue ich mich wahnsinnig drauf, weil hier haben wir Bereiche noch nicht erforscht gehabt. The Blue Baboon. Der Strand. Oh ja, da gibt es noch viel zu entdecken. Aber nur 3 Affen, komischerweise. Aber da freue ich mich richtig drauf. Am meisten, vor allen Stages. Deswegen, schauen wir mal. Water Island. Da hinten waren wir, glaube ich, noch nicht. Ocean House haben wir, glaube ich, gemacht. Das ist halt schon so lange her, ich weiß es halt nicht mehr genau. Erstmal hier. Hier scheint nicht zu sein. Ah. Halt, stopp. Da oben die Statue vom pinken Affen. Dieses. Die Meerjungfrau. Pinke Affe als Meerjungfrau. Alles klar. Yes. Da ist sogar eine Meerjungfrau drin. Irene. Hier im Ocean House. Oh. Water Island, da haben wir aber nicht drin. Dann gucken wir mal.
Was gibt's da Schönes zu entdecken? Hm? Muss auf diese Elektroviecher aufpassen. Water Islands, let's go. Nee, hier waren wir nicht. Ach, wieder einer mit einem UFO. Yikes. Und einer mit einem Bananarang. Das ist alles, was man machen muss, okay. Aia, aia, aia. Gerade nur bei dieser Stage brauchen wir einen Bananarang, ne? Bei den anderen Stages kaum benötigt, man. Sehr schade. Soll ich die mal austricksen? Tuan und IQ und so? Hat der Hunger? Er hat doch, der hat Hunger. Ausgetrickst. Ausgetrickst! Nice. Soll ich mal richtig gezeigt, wie gut der Bananarang sein kann? Das habe ich noch nie richtig demonstriert. Weil guck mal, jetzt brauche ich den nicht besiegen im UFO. Im Wasser scheint nicht zu sein. Na gut. Junge, das ist richtiges Übungsgebiet hier für den Bananarang. Ja, whatever, ich kann damit nicht richtig zielen. Ich möchte trotzdem mal im Wasser, weil ich habe hier was erblicken können. Das nehme ich sehr gerne an. Ein Leben. Brauchen wir noch für den Final Spectre Fight, weil der ist echt schwer. Ich hab Bock, Game Over zu gehen. Das wird wahrscheinlich trotzdem passieren, weil es... Ich sag es nicht ohne Grund, Leute. Es ist wirklich sehr schwer. Habe ich als Kind nie hingekriegt, den Final Spectre Fight. Affen hatte ich zwar, mein Final Fight. Wollte nicht klappen. Junge, es ist so schwer damit zu aimen. Ah, scheiß drauf. Da Coins. Es juckt doch absolut keinen. Deswegen ignoriere ich die jetzt auch. Komm da raus! Ich weiß, dass du da drin bist. So, jetzt aber. Jetzt die Bananen direkt vor deiner Tür, Junge. Na los! Ach so, der taucht. Müssen wir hier unten noch kriegen. Aber nichts, was wir nicht hinkriegen. Rick ist im Netz drinne. Ach, schade, Mann. Der Strand. So eine kurze Stage. Man so schnell hinter sich. Na gut, den großen U-Boot-Abschnitt hatten wir ja auch schon. Perfekt. Na gut. Umso schneller haben wir alle Affen beisammen, ne? Viel fehlt ja nicht mehr. What do you think of those cunning gadgets? Natürlich, finde ich geil, die Gadgets. In manchen Stages werden die halt nicht so, benötigt, ne? Also, die Gadgets werden nicht in jeder Stage benötigt. Deswegen ein bisschen schade. Enter the Monkey. Da fehlen nur drei Affen. Das ist die China-Welt. Na, dann mal los. Ja, hier gibt es auch sehr, sehr viele Affen am Anfang. Falls ihr euch erinnert. Na, gucken, wo hier die Secrets sind. Hier kann ich schon mal nichts erblicken. Was? Hier ist direkt einer. Was? Hab ich den denn vergessen? Bin ich bescheuert? Voll vergessen, Mann. Ist der hier drinne? Ist hier vielleicht was versteckt wenigstens? Ah ja. Ah ja. Wir müssen hier sowieso rein, um eben mal den versteckten Affen zu finden. Aber wo soll der am Anfangsgebiet gewesen sein? Ja, müssen wir dann sehen. Oder schon noch hinkriegen. Das wird hier ein bisschen komplizierter, merke ich schon. Aber... ja, ich gebe mein Bestes. Das wird schon. Wo soll hier was zum Zerstören sein? Ich weiß es nun wirklich nicht. Okay. Was wir brauchen ist das hier. Bam. Eine Vase nicht. Kann ich auch mit dem Laserschwert zerstören. Nichts Besonderes, Mann. Komm, einmal kurz durch hier. Schauen. Aber kommst du auch durch. Ah, hier unten sind wir auf jeden Fall richtig. Merke ich.
Ah, die große Vase vielleicht. Die große Vase ist es die. Finden wir es heraus. Sehr sozial ist, dass hier Kekse sind. Natürlich ist die große Vase. Oh mein Gott, der krasseste Boxer der Welt. Aber nicht krass genug. Bruce Monkey. Bruce Lee. Da hinten muss auch noch was sein. Und dann mal los. Die gehen irgendwann weg, oder? Nee, doch nicht. Vielleicht verwechseln mit einem anderen Ape Escape Spiel. Mit einem anderen Level. Gehen doch nicht weg. Also. Der eine Affe, wo ich nicht weiß, wie ich da hinkomme. Ach, jetzt sind wir auch wieder am Anfang. Shit. Was soll der sein, sag mal? Ich weiß es halt nicht. Seriously? Ich weiß es nicht. Da muss irgendwo ein Secret sein. Hier, ah, da kann man hinter. Oh, dass ich das noch nicht ausprobiert habe. Ja, so komme ich da hin. Gemein! Der macht nichts. Er akzeptiert einfach sein Schicksal, eingefangen zu werden. Er meditiert und betet. Dass ich immer nicht so fies bin, aber ja, ich bin so fies. Nur so kriegen wir den Final Spectre Fight, Mann. Immer alle Affen fangen. Hier geht's rein. Da waren wir noch gar nicht. What the fuck? Nur eine Abkürzung, damn. Müssen wir von woanders hinkommen? Das ist eine Abkürzung zu Anfang, die ich noch nicht betätigt hatte. Sehr ärgerlich. Das könnten wir da richtig abkürzen. Muss ich ein paar Passagen nochmal machen, aber macht hier nichts. Sehr lange her. Auf jeden Fall ist es kein Geheimaffe. Auf der Radar angezeigt wird. Ach, hier ist er schon. Ach, das ist Wukong. Goku. Ja, geil. Oh oh. So ein harter Gegner. Habt ihr die Stats gesehen? Der will's wissen. Der will's wirklich wissen. Wie kommt man denn an ihn ran? Der fliegt ja durch die Gegend, Leute. Der muss sich wahrscheinlich mit Zwille runterholen. Anders kann ich mir das nicht erklären. Ich muss mit der Zwille gehen, wie es sonst. Okay, Sushi, ich wähle dich. Sushi, Sushi. Ah, das Fahrzeug kann man wenigstens gut kontrollieren, ne? Nicht wie den superschnellen Asika. So, wie komme ich jetzt zu Son Goku? Zu Wukong. Wukong heißt ja auf Japanisch auch Goku, deswegen... War er doch, oder nicht? Bin ich jetzt vollkommen bescheuert? Ich bin vollkommen bescheuert. Wo ist denn der? Der ist hier. Sag mal, wie kriegt den denn da vom Himmel? Muss ich den wirklich abschießen? Ja, den Anschein. Soll ich mal sagen, was hier gut ist? Die zielsuchenden Geschosse. Wenn sie ja funktionieren würden. Und auch wirklich zielsuchend wären. Was sie aber nicht sind. Sonst hätten sie ja getroffen, wenn sie wirklich zielsuchend wären, ne? Ah, jetzt haben wir ihn. Yo, let's go! Goku! Nice! Haben wir auch dieses schöne Level abgeschlossen. Ich möchte nicht wissen, wie gefährlich der wäre, wenn sich zu viel Zeit gelassen hätte. Kann man bestimmt die heftigen Stabkombos und alles. Was halt von Warriors Orochi auch kennt, wo er halt spielbar ist, von League of Legends. Simeons Citadel. Oh nein, Leute, es passiert. Leute, es passiert. Leute, es passiert. Jetzt werden wir den Zaubereraffen treffen. Der richtig gefährliche Zaubereraffe. Was ich damals schon angeteasert hatte, der die Gegner beschwört. Oh mein Gott. Einer der schwersten Affen im gesamten Spiel war hier. Oh
oh, 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 oh. Ja, 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 ja. Das wird nicht mehr lustig hier. Jetzt beginnt der Ernst des Lebens. Die leichten Level haben wir hinter uns gelassen. Let's do it. Do it, Dads. Es ist ein linearer Level, deswegen müssen wir jetzt vieles normal machen, aber es gibt ja nichts. Manche Rätsel sind halt schon gelöst. Deswegen, es geht relativ schnell. Backtracking halt, ne? Zu faul, jetzt das Laserschwert auszurüsten, ich muss es trotzdem machen. So, ich hoffe, ich habe jetzt hier nichts vergessen am Anfang. Sicher bin ich mir nämlich nicht. Ich hoffe es einfach mal. Da fühle ich mich sicherer, wenn ich eben als den Helikopter verwende. Ich habe hier was vergessen, Leute. What the fuck, man? Come on, bro. Ich habe hier was vergessen. Scheiße, Mann, ich muss öfter mit den Affenradar arbeiten. Ist jetzt unnötig. Unnötige Extrawege. Sollen hier noch was gewesen sein? Ja, hätte ich eine Abkürzung, hätte ich auch können. Da habe ich aber nicht. Sag nicht, der geht da nach oben. Nee. Doch. Er hat mich mal wieder getrollt, der Scheißradar. Ich sollte ihn einfach nicht benutzen, Leute. Affenradar. Er sackt. Er lügt. Der lügt! Mann, der geht davon aus, dass ich die ganze Abkürzung habe. Habe ich aber nicht. Meine Fresse, ey. Schon unnötig jetzt. Okay. Komm, nimm mich mit. Lieber Stern, nimm mich mit. Danke. Versuch mal ohne Affenradar, weil er lügt eh nur. Genau wie Squawks in Donkey Kong Country Returns. Ah, ah, Puzzleteil, Puzzleteil. Manchmal ist es da noch gar nicht oder er kräht gar nicht, wenn da eins ist. Ultra scheiße, Mann. Okay. Naja, my ass, ich gehe sicherlich nicht zurück. Mich immer zurückschicken will, der Scheißradar. So dumm. Hier ist nichts, okay. Das wird alles im letzten Bereich sein, Leute. Was ich auch vermutet hatte. Und ich bin tot. Hass es. Ist nicht einfach. Aber wenn ich Sprintreifen geht, aber. Ich bin nur immer zu faul, die Gadgets zu switchen. Das ist mein größter Fehler, mein größtes Problem. Hm. Hier ist nichts in Sichtweite. Nochmal gleich schauen. Ob hier irgendwas ist. Oh nein. Die Schweinepanzer habe ich jetzt wirklich keine Lust. Ist nichts. Ich muss in den letzten Bereich, wo gleich einer der schwierigsten Affen auf uns wartet. Oh oh. Let's go! Da sind wir nun, oder? Ne, immer noch nicht. Verdammt. Verdammt. Okay, diese Welt wird zu einer Tortur, ich merkte schon. Ah ja. Sechs Affen oder so fehlen. Ich frage mich, wo die alle sein sollen. Finde ich mal einen. Ich weiß nur, wo der Magier ist. Was bringt mir das? Hier ist nichts. Oh mein Gott, Leute, dieser Level.
Hauchabschnitt muss ich auch nochmal machen, ey. Das würde mich so frustrieren oder so. Naja, was soll's. Das ist halt schlechtes Backtracking. Backtracking bei linearen Leveln ist kein gutes Spieldesign. Das ist ein Kritikpunkt jetzt an dem Game. Weil Backtracking schön und gut, aber wenn man die Wege, die man damals erforscht hat, alle normal gehen muss, um eben mal zu einem gewissen Punkt zu kommen, dann ist es schlechtes Backtracking und es ist eben halt hier gegeben. Nicht gut, Mann. Aber gut, müssen wir jetzt durch. Einmalige Angelegenheit. Jetzt hier die letzte Affen holen, da haben wir es ja. Bis für dieses Level. Das schaffen wir auch heute nicht mehr. Simian Citadel wird das letzte Level, was ich heute machen werde. Was zum... So. Dann werde ich bis zum nächsten Part mal ein paar Münzen sammeln. Dass wir dann auch wirklich diese geheimen Fotos bekommen. Und generell den Zusatzcontent. Das werde ich mit euch natürlich alles öffnen. Aber ja, ich werde das dann mal ein bisschen farmen. Oh mein Gott, der Weg so lang ist jetzt nicht gedacht. Zumal man mit den Yellow Submarine nicht mal beschleunigen kann. Verdammt, Mann. Aber jetzt müssen wir gleich da sein. Beim magischen Zaubereraffen, der richtig verrückt ist. Ich glaub gar nicht, wie heftig der ist. Wollt ihr nicht glauben? Ja, das sind wir. Hier müssten eigentlich die ganzen Affen sein. Wahrscheinlich auch das Secret. Ja, tatsächlich. Sehr schön. Hier wären wir fündig. Ach, da hinten die Stahlkiste, sehe ich schon. Das ist ja nichts Besonderes. Der Dolph! Dolph, spiel lieber Golf. Da ist er, der Zauberer, Leute. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Den Zauberer. Ich krieg den nicht in der Cam. Da. Tommy. A Legendary Monkey Magician. Alter, er hat alles voll, Mann. Der Magen ist sogar gefüllt. Ihr glaubt gar nicht, wie nervt er ist. Ja, er beschwört nicht. Immer mehr Gegner. Oh mein Gott, es ist so hart am Eskalieren gleich. Ich muss erstmal die anderen Affen fangen, ansonsten hast du keine Chance gegen den. Das war der Dave. Jetzt holen wir uns den noch. Und dann den Magier. Den sollte man wirklich zum Schluss lassen. Gotcha! Der Olli. Was? Will der ins UFO? Nur bei meinen Leiche. Du gehst nicht ins UFO. Er geht ins UFO. Dann gibt's mächtig auf die Fresse. Ich habe noch Explosionsgeschosse. Passt oder nicht, die werde ich jetzt für dich verwenden. Junge, was macht der? Will er mich entführen? Junge! What the fuck, man? Das ist mir noch nie passiert. Jetzt haben wir UFO destroyed! Ab nach Detroit. Na, der rennt nicht mehr weg, zum Glück. Den haben wir, Left to Catch 2. Oh, die Chance bekommen wir auch wieder, sehr nice. Gut, dann schauen wir jetzt, wie wir die Meerjungfrau da bekommen. Bin ich auch noch kein Plan, to be honest. Kann ich auch einfach runterballern, ne? Und dann holen wir natürlich zum Schluss den Magier. Ja, die kann nix, die Meerjungfrau ist eher so ein Troll. Grace. Jetzt kommt er. Dum, 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 dum. Alter, guckt euch die Armee schon an. Alter, wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr mich verarschen?
Ja! Wollt ihr mich verarschen, Alter? Sollen die Mäuse mir das Geld klauen? Warum? Ja, Geronimo! Geronimo, Geronimo, Geronimo! Warum ist da was mit Magneten? Hä? Was ist da mit Magneten? Ich glaube, das ist die Abkürzung. Die ignoriere ich jetzt mal. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein, oh mein, oh mein Gott. 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 Die Entwickler haben total gelitten. Die Entwickler sind so... Was ist los mit euch? Was ist los mit euch, Entwickler? Dieser Affe ist so krass. Der ist so gestört. Der ist so geisteskrank. Das ist so ein bekloppter Idiot. Und wieder neue Ratten. Wie soll man den kriegen, wenn er die ganze Zeit alles voller Gegner macht? Und noch mehr Ratten. Und noch mehr Ratten. Und noch mehr Ratten. Und noch mehr. Und wo ist er jetzt? Sag mal, hör auf, diese Ratten zu beschwören. Ich mag es nicht, wenn er die beschwört. Ja. Klau mir das Geld. Klau mir das Geld. Ist klar. Ist klar. Ist klar. Auf dem Flug ist die Sonne. Ist weg. Ist gleich weg, die scheiß Ratte. Wir haben mir das Geld geklaut. Danke auch. Ich hasse dich auch. Junge, wie die Entwickler gelitten haben. Guckt euch das mal an. Guck mal, er teleportiert sich auch noch weg. Wie sollst du den kriegen? Wie sollst du den kriegen? Guck mal, er teleportiert sich die ganze Zeit weg. Nicht nochmal die Ratten. Nee. Feuereule. Komm, wie kriege ich den denn jetzt? Oh, muss ich doch was mit dem Magneten machen? Muss ich da irgendwas aktivieren, dass er sich nicht mehr teleportieren kann? Ich weiß es nicht mehr, wie das ging. Alter, alles voller Flammenmäulen. Das ist doch krank. Das ist absolut gestört. Holy shit. Maybe der schwerste Affe des Spiels. Holy fuck. Ja, natürlich. Teleportiert sich direkt wieder weg. Hat ein bisschen was von den The Legend of Zelda Majora's Mask Boss. Der sich auch mal teleportiert hat. Der Zauberer, so hieß der. So, ich muss jetzt erstmal die Flammenäulen alle wegmachen. Das ist zu viel des Guten. Ich muss sie jetzt erstmal alle wegmachen. Das ist zu heftig. Solange die da sind, habe ich nichts zu lachen. Alter, ist der schwer. Der Affe. Ich hab's euch ja gesagt, dass es total krank wird hier. Das ist mehr als krank. Absolut gestört, Mann. Wir schießen mal die Flammenrollen alle ab. Dass wir in den Bereich clearen. Und vielleicht hat es auch was mit Magneten zu tun. Das können wir auch gerne rausfinden. Und ja, die Maus werde ich jetzt hier an dieser Stelle vernichten. Nein, sie vernichtet mich. Oder beziehungsweise mein Geldbeutel, den vernichtet sie. Im Grunde genommen kann man sein Geld auch vervierfachen dann, wie ihr seht. So, jetzt muss ich das mal ausprobieren, was kann man hier machen mit Magnet. Nicht, dass es wichtig ist oder so. So, ich verstehe. Verstehe ich es wirklich? Mann, diese Entwickler, die haben gelitten, ey. Die haben wirklich richtig hart gelitten. Das ist so ein Geier, Mann. Was ist hier für ein komisches Secret? Fragen darf. Keine Ahnung, Mann. Da komme ich ja nicht mal mit dem Auto durch. To be honest. So, wie machen wir das jetzt? Wie machen wir diesen kranken Affen? Ja, natürlich hat er schon wieder neue Mäuse beschworen. Natürlich. Natürlich, was auch sonst, ne? Wo ist der denn jetzt, der Magier? Der teleportiert sich halt immer weg. Willst du den kriegen? Die haben so gelitten, die Entwickler bei den Waffen. Und kranken Affen gibt's nur in diesem Spiel, ey. Ohne Witz. Der krankste Affe der Ape Escape-Geschichte. Ohne Witz. Der ist so gestört. Yeah. Aber wir haben ihn. Yes. Let's go. Tommy ist eingefangen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute. Holy fuck. Und jetzt das Spiel abgestürzt? Nee. Alter Falter. Das war ein Affe, oder? Daumen hoch, falls euch das hier gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Ich werde dann ein bisschen Geld farmen gehen. Und ja, bis dann, macht's gut, haut rein, bis dann und ciao.